Die DKB ist weiterhin auf Wachstumskurs. Dies ist aufgrund der aktuell herausfordernden Finanzmärkte nicht selbstverständlich. Daher sind wir dankbar und stolz zugleich. Entscheidend für uns, wir bleiben in einem turbulenten Marktumfeld nicht stehen. Im Gegenteil, wir investieren einerseits in unsere über 5,3 Millionen Kundinnen und andererseits in unsere Mitarbeitenden und Partner. Wir entwickeln unser konjunkturresistentes Geschäftsmodell fokussiert und kontinuierlich weiter. Dass diese Entscheidung richtig ist, zeigt ein Blick auf unser Geschäftsjahr 2022. Beim Ergebnis vor Steuern konnten wir unser gesetztes Ziel deutlich übertreffen. Das Provisionsergebnis haben wir signifikant erhöht. Unsere Profitabilität werden wir weiter steigern. Für diesen Weg haben wir im Jahr 2022 wichtige Grundlagen geschaffen. Darunter fallen unter anderem die Einführung der DKB Visa Debit Card, die noch stärkere Automatisierung unseres Kreditgeschäftes und die Schaffung einer noch effizienteren Vertriebsstruktur im Geschäftskundenbereich. Die DKB will und wird noch profitabler wachsen. Unsere Kosten sollen vor allem durch die digitale Optimierung unserer Prozesse gesenkt werden. Eines ist mir rückblickend jedoch besonders wichtig. Wir sind weiterhin die nachhaltigste Bank unter den Top 20 in Deutschland und haben bundesweit das größte Kreditportfolio an erneuerbaren Energien. Entgegen vieler anderer Marktteilnehmer bieten wir seit dem 1. April einen Zinssatz von 1% aufs Tagesgeld, sowohl für Neu- wie für Bestandskunden und das ohne Einschränkungen. Vielen Dank an alle, die dieses erfolgreiche Geschäftsjahr möglich gemacht haben. DKB, das kann Bank.